Wir befinden uns hier auf dem Rapsschlag, wo wir verschiedene Versuche stehen haben. Zum einen die Wertprüfung der AGES und zum anderen den Streifenversuch der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich. Ein sehr schöner Bestand. Die Saat war am 28. August 2019. Unkrautbekämpfung erfolgt im Nachauflauf und wir haben dann im Herbst einmal auch ein Fungizid gegeben, um den Bestand gleichzuziehen. Gleichzeitig gab es im Herbst dann noch einmal 25 Kubikmeter Schweinegülle. Die Stattung im Frühjahr war sehr bald mit Entec, der einen Schwefel beinhaltet hat auch, und dann noch einmal 25 Kubikmeter Schweinegülle. Und so hat sich auch ein wunderbarer Bestand entwickelt. Die Schweinegülle hat besonders in dem trockenen Frühjahr sehr viel Gutes gezeigt. Die Insekten waren heuer im Frühjahr im Thema. Zwar war es schwierig hineinzufahren in den Bestand, weil es relativ feucht war und bald gekommen ist, aber wir haben dreimal eine Insektizidbehandlung machen müssen. Obwohl heuer in der Gelbschale im Frühjahr, Anfang Februar wenige Rapsstängelrüssler waren, findet man, wenn man die Stängel aufschneidet, sehr viele geschädigte Rapsstängel. Hier findet man die Einstichstelle des Rapsstängelrüstlers und wie sich dann die Larven am Stängel emporgefressen haben. Ja, bevor wir uns jetzt ein paar ausgewählte Sorten im Sortenversuch näher betrachten, nur ein kleiner Nachtrag zum Insekten- und Schädlingsaufkommen. Heuer im Frühling wurde das sehr unterschiedlich beobachtet. Vor allem beim Glanzkäfer hat man feststellen können, dass teilweise der Druck niedriger war als wie in vergleichbaren Jahren. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Winter relativ mild war und somit eben weniger Glanzkäfer auftreten war. Bezüglich Düngung, wir haben vorhin vom Franz schon gehört, dass in dem Bestand im Herbst und im Frühling Gülle gekommen ist und einmal im Entec-Düngung. Man sieht durch die Bank, wenn man die Bestände so beobachtet, sehr gut entwickelte, schöne, gleichmäßige Bestände, volle Schotenpakete. Die Wasserversorgung, die wir dann schlussendlich jetzt im Mai erhalten haben, wird uns hoffentlich das entsprechende Ertragspotenzial absichern, beziehungsweise gehen wir davon aus, dass nicht mehr viel passieren kann, nachdem der Boden entsprechend wassergesättigt ist und der Boden ja durchaus von sehr viel Pflanzenmasse bedeckt ist, somit da kaum Trockenschäden noch entstehen können. Wir werden uns jetzt eine Auswahl an Sorten ansehen. Zuerst die Sorte Angelico der Firma Saatbau Linz oder im Vertrieb der Firma Saatbau Linz war im Vorjahr bei den besten Sorten im Ertragsergebnis dabei, zeigt sich auch heuer sehr interessant. Die Standardsorte ist die Sorte DK Expression, die kommt eben mehrmals im Bestand vor. Ja, seitens der Firma Probstdorfer stehen wir da bei der Sorte Architekt. Diese war auch im vorigen Jahr schon im Versuch mit dabei und auch diese zeigte ein sehr gutes Ergebnis im Ertrag. Im Versuch haben wir heuer nur mehr eine Liniensorte, das ist die Sorte Jeremy. Alle anderen Sorten sind Hybridsorten und man muss leider sagen, dass die Liniensorten einfach gar werden. Eine weitere Sorte ist die Sorte Trezzor, die sich in den letzten Jahren sehr gut gezeigt hat. Das ist eine sehr wuchtige Pflanze und sie ist von der Firma RHT. Jetzt befinden wir uns bei der Sorte Absolut von Die Saat, wird über die RWA vertrieben. Die Saat hat diese Sorte Absolut im vergangenen Jahr auch dabei gehabt und war neben der Sorte DK Exception bei den Siegern im Versuch. Sowohl in der Wertprüfung der AGES als auch im Landessortenversuch sind auch wieder einige Kurzstrohhybriden dabei. Diese zeigen besonders in Jahren, wo es etwas feuchter ist, dass sie ein doch entsprechendes Ertragspotenzial haben und da sind wir heuer neugierig, ob sie auch mit dabei sind. Neben den Kurzstrohhybriden gibt es auch Normalstrohhybride von Pioneer und die Sorte PT72 war voriges Jahr auch in den Versuchen eine der besseren Sorten. Wie Sie anhand der vorgestellten Sorten feststellen konnten, zeigt sich der Raps heuer sehr gut entwickelt. Man konnte auch sehen, dass die Bestände nicht so lange sind in der Entwicklung wie in der Wuchshöhe wie in den vergangenen Jahren. Mitgespielt hat sicher die gute Vorwinterentwicklung, wo entsprechendes Wurzelwerk angelegt wurde und der trockene Frühling dann in der Streckungsphase auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass die Wuchshöhe etwas kompakter sich gestaltet hat. Wir werden jetzt sehen, was die nächsten Wochen bringen und sehen da sehr
positiv der Ernte entgegen. Wir befinden uns hier beim Rapsdüngungsversuch. Bereits zum dritten Jahr haben wir den Rapsdüngungsversuch hier am Standort Kastenhuber. Besteht aus 14 Varianten. Es geht darum, abzutesten, wie wirkt sich eine Herbstdüngung aus einerseits und andererseits, wie wirken sich verschiedene Düngemittel, wie zum Beispiel stabilisierte Stickstoffdünger, Phosphor-Kali-Dünger, Schwefel, auf den Ertrag und auf die Qualitätsanalyse aus. Schwerpunkt ist auch die Herbstdüngung, wie gesagt. Wir haben hier drei Varianten mit 40 Kilogramm, weil der Raps einfach eine Kultur ist, die im Herbst noch Stickstoff aufnehmen kann. Die Gesamtdüngemenge beträgt 160 Kilogramm, das ist die Ertragslage hoch, entsprechend Grundwasser 2020. Wir haben hier die Sorte DK Expressen von der Firma Saatbau stehen, 50 Körner pro Quadratmeter sind angebaut, Vorfrucht war Wintertritikale, die Saat erfolgt am 28. August, Herbizid wurde in Tanaris am 11. September appliziert, Wuchsregler 1,2 Liter Tilmor und Insektizid am 17. März mit 0,075 Liter Desis Forte und am 4. und am 11. April folgte 0,3 Liter Biscaya. Betreffend Düngungstermine wurden drei Düngungstermine durchgeführt. Der erste Düngungstermin war am 9. Oktober. Diese drei Varianten, die im Herbst doch gedüngt worden sind, mit Kalkammonsalpeter 40 Kilogramm, Nitrofosca und Entec 26, alle mit 40 Kilogramm. Der zweite Düngungstermin erfolgte am 8. März und der dritte Düngungstermin am 28.03.2020. Vielleicht zum kurzen Überblick, welche Düngungsarten wurden verwendet. Kalkammonsalpeter, ASS, Stickstoff, Schwefel 24+26, dann Entec, Urea, Harnstoff, Urea S, Nitrofosca in verschiedenen Mengen. Ja, zur dritten Gabe wurden ebenfalls wieder Kalkammonsalpeter, Stickstoff, Schwefel, Urea, Harnstoff, Kalkammonsalpeter verwendet. Abschließend noch zur Versuchsfrage. Wie gesagt, es geht um den Einfluss der Stickstoffform, Stickstoff Phosphor-Kali und eben die Herbstdüngung auf den Ertrag und Ölgehalt von Raps. Wichtig ist hier, weil Raps eben eine Kultur ist, die im Herbst noch Stickstoff vernünftig verwenden oder aufnehmen kann. Und wir werden uns das natürlich im Detail anschauen. Der Versuch ist ein Exaktversuch, vierfach wiederholt. Letztendlich wird dieser Ertrag natürlich ausgewertet und es entscheidet dann der Ertrag, der Ölgehalt und wir werden dazu im Herbst im neuen LK-Online-Versuchsportal rechtzeitig berichten.